Hallo und herzlich willkommen. Wir haben ja unlängst Deus Ex Mankind Divided gespielt und ich war da ja ein bisschen traurig, dass Humankind Revolution irgendwie nicht so richtig lief. Und jetzt bin ich mal noch einen Schritt zurückgegangen und habe mir das allererste Deus Ex mal angeguckt. Das gab es im Jahr 2000 und ihr seht, es läuft. Ich muss in der INI-Datei ein bisschen tricksen, um da die 1920x1080 einzustellen. Sieht aber irgendwie ja auf den ersten Blick irgendwie schon mal ganz gut aus. Die Maus ist sehr agil unterwegs, ja. Ist es in Englisch, aber das soll uns jetzt mal nicht stören. Wir legen jetzt einfach mal los. Okay, er sagt jetzt, bevor man ein neues Spiel macht, sollte man lieber durch die Trainingsmissionen gehen. Dann gucken wir mal, wie die so sind. Okay, also von der Oberfläche her sieht es aber auch schon mal irgendwie ganz fullscreenig, also Full-HD-mäßig aus. Ich habe hier keine Verzerrung oder sowas, das ist schon mal schön. Guck mal, es gibt gespiegelte... Hoffentlich unsere Trainingsexercises werden mehr interessant als was sie in der Akademie haben. Ich sehe mich hier selbst. Guckt euch das mal an. Bin ich das? Ich sehe mich hier spiegeln auf dem Boden. Das ist ja fantastisch. Es ist halt saudunkel, ne? Das muss man auch mal ganz klar hier so sagen. Man sieht ja gar nichts. Aber hier ist anscheinend eine Tür. Und die kann ich aufmachen. The key on the desk opens encryption-based nanotech locks. Pick it up, it will automatically be added to your keyring. Use the keyring to unlock the door and proceed to the next area. Guckt euch also mal an, ich kann hier Lampen an- und ausmachen. So, der Boden ist schon cool, oder? Junge, Junge, Junge. So, hier wollen wir hochgehen und was ist jetzt? It's locked. Ja, das wissen wir doch. It's locked. Ich hab mir doch irgendwas erzählt, irgendwie. Keyring, ist das jetzt null oder was? Muss ich jetzt hier mal... It's locked. Ah, links. Dann habe ich unlocked. Ah, guckt an, jetzt kann ich aufschließen. You're going to get a lot of equipment during these exercises. Press F1 at any time to access the inventory screen, which will let you add and remove items from the tool belt. Press F2 to view your current goals and okay, F1 ist hier Dingskirchen. F2 ist das, was ich machen soll. Ich muss aber nochmal Escape drücken und ich muss mal kurz in die Settings gucken und ich muss, glaube ich, mal schauen, ob ich die Helligkeit irgendwie mal ein bisschen beeinflussen kann. Adjust Brightness. Das sieht vielversprechend aus. Volle Kanüle, oder? Keine Ahnung. Ändert sich hier überhaupt was? Adjust the slider so the color bars fade smoothly to pure black at the bottom of the bars. Da ändert sich da überhaupt nichts. Ich klicke mal auf OK. Da hat sich doch jetzt gerade überhaupt nichts geändert. Na gut, wie dem auch sei. So, wir machen einfach mal weiter. Irgendwie wird das hier schon gehen. Back to game. Hier wollen wir hin. Gut, okay. So, das haben wir verstanden. F2 sind die Ziele. F1 war halt hier das Inventory. Now pick up a weapon and try to break open those crates. One of them is indestructible, but the others contain things you might find useful. Now pick up the lockpick and use it to open the door. Lockpicking takes time and expends the self-assembling resources of modern lockpicks. Just be patient and remember your training.
Okay, hier gibt's irgendwie so eine Metalldings. Jetzt kann ich aber hier irgendeine Tür aufmachen. Guck mal, da ist so ein Typ, der da oben steht. Wahrscheinlich, wo ist denn die Tür? Hier ist die Tür. Okay, das dauert dann immer ein bisschen, aber dann geht's auch auf. Ich bin komplett geflasht von dem Boden hier. Das ist super. Tells you how many lockpicks will be required to pick the lock. Some doors have an infinite strength and an infinite lock strength. That means you have to find a key. Will makes this one easy for you to open the door. Use the code 0012. Right click on the data cube to read the contents, then type the code into the keypad. You activate the keypad with the right mouse button, just like you activate a data cube or any object in the world. Ich sehe schon was aufgegangen, ich glaube schon. Was haben wir hier? Ein Buch. Use the disposable multi-tools on the table to hack the keypad up ahead. A multi-tools resources are finite. When a tool is depleted, it becomes useless. The manual describes other uses for the multi-tool. At higher skill levels, you'll need less time and multi-tool resources to hack a given device. Okay. Es ist halt saudunkel. Ansonsten finde ich die Grafik aber auch, wie soll ich sagen, so 22 Jahre später irgendwie ganz ansehnlich. Gut, bei den Menschen sieht man es halt mal wieder, ne? Die haben da zum Teil so sehr, da sieht man jedes einzelne Polygon oder wie die Bausteine heißen, ne? Aber wir wollen ja hier lang gehen, ne? So, jetzt haben wir hier so ein Security Keypad. Das geht jetzt wahrscheinlich nicht mehr, genau. Kann ich auch gar nichts tippen. Aber ich habe ja dieses Hacker-Tool irgendwie. Wie komme ich denn da raus? Multitool, genau, da wollte ich ja hin. Dann hauen wir mal das Multitool mal rein. Ah ja, dann ist es weg. Aber die Tür ist offen. Pick up all munitions and equipment. Thanks for the cooperation, Agent. Da steht ja einer. So, ich solche Munition und Waffen. Da muss ich zu dir gehen, oder was? Ey, das ist echt so dunkel. Das gibt's doch gar nicht. Das muss doch irgendwie hier ein bisschen heller gehen. Ist das bei euch auch so dunkel? Liegt das an meinem Monitor? Nee, oder? Weil hier diese Brightness, die hat hier gerade überhaupt nichts zu tun. Das ist ja gerade völlig egal. Vielleicht muss ich auch hier OK klicken, dann könnte sich aber die Screen Resolution ändern. Ja, die Screen Resolution hatte sich geändert, aber man konnte, also ist zurück ins Fenster gegangen, aber ich konnte dann wieder Fullscreen machen, dann ging das. Aber ich krieg's einfach nicht heller. Also ich muss dann wahrscheinlich hier mit dieser Finsternis irgendwie klarkommen. Und muss überlegen, wo ich jetzt hier in dieser Dunkelheit die Waffen finde. Hand in your equipment. That's right. No cheating. Hä? Was will er denn jetzt von mir? So far so good. Oder soll ich einfach durch die nächste Tür gehen eigentlich? Meint er das vielleicht? Das sehen wir mal, wenn ich gleich tot bin. Lying in front of you is a brave cadet who volunteered to be rendered unconscious for this next training exercise. Highlight and search him to find the key to the medical room. Afterward, pick up his body and place it on the medical table so that one of my aides can revive him once the exercise is over. Okay. You found body. So, jetzt habe ich ihn aufgenommen und jetzt muss ich ihn irgendwie in so einen Medizinraum bringen. Das sieht nach Medizinraum aus, ne? It's locked. Achso, jetzt brauche ich wieder meinen Keyring. Aber wahrscheinlich muss ich den Burschen jetzt erstmal auf den Boden legen, ganz behutsam. Und jetzt mal die Tür aufschließen.
Und jetzt hier den Kollegen auf die Schulter nehmen. Jetzt muss ich aber erstmal hier. So. Und jetzt muss ich den doch gewiss hier auf dieses Ding legen, oder? Good work. I'll get someone down there immediately to revive Private Winslow. Move on to the next area. Der gute Private Winslow. Hier kann man echt nichts erkennen. You can bet this won't be the last time we send you into a dark room. Ah, ja. Turn on your light augmentation. Ah, ja. Find the exit on the other side. Just press F12 by default. Ah, das ist schon ein bisschen angenehmer hier. Kann ich nicht drüber springen. Aber ich kann springen. Habe ich jetzt hier Licht angemacht? Hier cooles. You're not a mech, but you're enough of a machine to need repair bots now and then. If you used up some bioelectric energy getting through the dark area, for example, this contraption can charge you back up. Okay, recharge. Achso, der recharge jetzt hier gerade. So, gut. Congratulations, you completed phase one. Hey. To the next rooms to begin learning movement skills. We'll be watching you through the cameras, like the one you can see up in the corner. In the field, remember that terrorists sometimes use cameras like this in their security grids to set off alarms and alert guards to your location. Jump across the platforms. You'll have to crouch to get under those pipes. If you fall, use the stairs to begin again. Aber wie crouch ich denn? Wie crouch ich denn? Turn left, turn right, left arrow, lean left. Oh, ich kann mich nach links und rechts lehnen. Das ist immer cool, weil da kann man nicht um Ecken gucken. X. Ah. Mit X kann ich nach unten. Oh, das ist aber gewöhnungsbedürftig. Da kommt man mit den Fingern ganz gut durcheinander. Oh. Was war jetzt passiert? Ich bin jetzt hier runtergefallen. Das wollte ich aber jetzt auch nicht unbedingt. Hier ist. Okay. Tup, tup, tup. Kann ich wieder hochlaufen. Okay, jetzt X und erstmal ein Stückchen nach vorne gehen. Und dann muss ich wahrscheinlich springen. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Also wieder nach oben. Chup, chup, chup. Und wir bücken uns. Und das hat funktioniert. Und dann gehen wir jetzt hier wieder weiter. Und kämpfen uns hier ans Ende vom Raum. Na, das hat auch super funktioniert. Hier ist eine Treppe bauen, habe ich ja richtig verstanden. Aber wohin soll ich denn eine Treppe bauen? Ich sehe halt wieder gar nichts. Ach hier. Nee.
Die Codes stehen aber hier in den Notizen drin. Das ist schon mal gut. Weil das ist sonst immer so eine Sache mit, ich muss mir das behalten. Hier ist eine Tür. Das haben wir gut hinbekommen. Now go up the ladder at the other end of the room. By default, you look up and use the arrow keys to climb. Das haben wir verstanden. Wir wollen jetzt langsam anfangen zu schießen, ey. We get some complaints about this swimming obstacle because the water is contaminated. Recruits forget to grab the hazmat suit and end up in my office. Not pretty. Or they forget that they have to put the suit on by selecting it and pressing the left mouse button. Remember that the hazmat is disposable. You can wear it only once, and it operates only for a fixed duration. Use the ramp on the other side of the boat to climb out. Ist das jetzt das, was ich will? Jetzt ist mein Bein ab, oder was? So, heal all, gib ihm. Und hier kann ich jetzt mich so ein bisschen pimpen, ne? Kann ich eigentlich dieses Ding auch wieder ausziehen irgendwie? Ja, mit der rechten Maustaste. Gotta start the next section without arms or tools. Rules are rules. This thing's a bitch, isn't it? Last time I did it, man, I sprained my ankle on the jumping part. They should get rid of crazy stuff like that. Someone will break their neck. Da war ein kurzer Loading Screen. Welcome to the combat training area. I am Günther Hermann, and I will be monitoring your progress here. We will start with weapon familiarization. First exercise will be to learn a little about aiming and targeting. Step up to the shooting range to the west. Habe ich einen Screenshot aufgenommen, weil ich F12 gedrückt habe. Die Taste scheint so ein bisschen doppelt belegt zu sein. The targets are released by using the buttons on the counter. Release the first target and take a few shots with one of the pistols until it is destroyed. Ja, ich komme doch. The targeting reticle appears when you aim at a target. Aha. Nehmen wir mal Pistolen und nehmen wir hier reichlich Munition. Können wir auch mehr Pistolen nehmen? Ich nehme mal alles, was da liegt. So. Und jetzt? Kann ich hier wahrscheinlich drauf drücken. Wie kann ich denn aimen hier? Moment. Ich will meine Waffe wieder haben. Oh nein, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe meine Waffe weggeworfen. Aha. Das ist jetzt so mittel, ne? Ich komme jetzt nicht mehr an meine Waffe ran. Hallo? Okay, mit so viel Doofheit hat der Entwickler nicht gerechnet, würde ich mal behaupten. Aber ich habe noch nicht verstanden, wie ich zielen kann, ne? Dann müssen wir, glaube ich, hier nochmal kurz reinschauen.
R und V, kann ich hoch und runter gucken? Shift, Walk, Run, Toggle, Walk, Run, Strafe ist Alt, Next Belt, hoch, runter, Reload ist Semikolon. Activate all Occumentations. Keine Ahnung. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, gell, dass ich meine Waffe da weggeworfen habe. Wie komme ich denn jetzt wieder an diese Waffe dran, du Eisen der Welt? Gar nicht. Ich drücke einfach mal hier auf den Switch, mal gucken, was passiert. Wie erwartet, passiert halt überhaupt nichts, gell. Oh, das ist ja dämlich, ey. Das ist ja super dämlich. Also ich komme da auch nicht hin, ne? Also ich bin hier jetzt einfach... Ach, das ist doch Mist, ey. Oh, nee. Ja, komm, jetzt machen wir ein New Game. Komm, auf Medium. Legen wir los. So, wir können uns einen Codenamen geben und wir können uns Real Name geben. Die Vorbelebung finde ich cool. Wenn der Codename gleich dem realen Namen ist, da kommt ja kein Gegner drauf, ne? So, was haben wir denn hier? Wir haben hier verschiedene Skill Points, die wir verteilen können auf Computer, Electronics, Environment Training, Lockpicking, Medicine, Swimming, Weapons, Demolition, Heavy, Low-Tech, Pistol, Rifle. Machen wir mal Pistol oder hier machen wir mal ein Upgrade. Was kostet denn ein Upgrade? Ach, da drüben steht so, was es kostet. Okay. Medizin erscheint mir auch irgendwo sinnvoll. Das nehmen wir auch noch mit. Und was ist das hier? Ja, wir machen mal hier. Das machen wir noch ein Upgrade und mehr haben wir schon nicht, ne? Gut, dann könnten wir sagen. Start Game, oder? Your appointment to FEMA should be finalized within the week. I've already discussed the matter with the senator. I take it he was agreeable. He didn't really have a choice. Da sieht man halt schon das Jahr 2000, ne? Oh, yes, most certainly. When I mentioned that we could put him on the priority list for the Ambrosia vaccine, he was so willing it was almost pathetic. This plague, the rioting is intensifying to the point where we may not be able to contain it. Why contain it? Let it spill over into the schools and churches. Also gerade der Typ sieht halt aus, als hätte er einfach so eine Textur vor das Gesicht geklebt bekommen. I've received reports of armed attacks on shipments. There's not enough vaccine to go around, and the underclasses are starting to get desperate. Of course they're desperate. They can smell their death, and the sound they'll make rattling their cage will serve as a warning to the rest. I hope you're not underestimating the problem. The others may not go as quietly as you think. Intelligence indicates they're behind the problems in Paris. A bunch of pretentious old men playing at running the world. But the world left them behind long ago. We are the future. We have other problems. UNATCO? Formed by executive order after the terrorist strike on the statue. I have someone in place, though. I'm more concerned about Savage. He relocated to Vandenberg. Our biochemical corpus is far in advance of theirs, as is our electronic sentience. And their ethical inflexibility has allowed us to make progress in areas they refuse to consider. The augmentation project? Among other things, but I must admit that I have been somewhat disappointed in the performance of the primary unit. The secondary unit should be online soon. It's currently undergoing preparation and will be operational within 6 months. My people will continue to report on its progress. Necessary, the primary will be. Die Gesichter sind schon gruselig. We've had to endure much, you and I, but soon there will be order again. A new age. Aquinas spoke of the mythical city on the hill. Soon that city will be a reality, and we. Die Ohren sind auch noch aufgemalt. Schade mit den Untertiteln, ne? Ich hätte mir gerne Untertitel gewünscht. Möglicherweise kann man die hier noch einstellen, weil das fände ich schon irgendwie ganz gut. Object Names, Weapon, Gore Level, Subtitles on. Also die Subtitles sind on, die hat man nur nicht gesehen. Hm.
Mit so manchen Settings bin ich mir ein bisschen unsicher, ob das irgendwie überhaupt eine Relevanz hat. Also auch die Helligkeit, die ich hier einstellen konnte, die ist doch voll für die Füße. Ich sehe ja wieder überhaupt nichts. Ich drücke mal hier F12 und habe einen Screenshot gemacht. Heads up, JC. Your brother Paul is on his way to meet you at the dock. The NSF is raiding the island and shots have been fired. I repeat, find Paul. I will monitor your situation from HQ. Wer bist du? Welcome aboard, Agent. Oh. Ein Kumpel. Paul. Ja. I thought you were in Hong Kong. Welcome to the Coalition, JC. Ah, jetzt haben wir auch Untertitel. I'll start using your code name. Think I'd miss my brother's first day? Didn't think you'd have a choice. Das ist so geil. Wenn er sagt, ich glaube, ich muss seinen Code verwenden und nimm den gleichen. Ja, okay. But we trapped the rest in the statue. What are we waiting for? Looks like a textbook assault. Wobei, wie gesagt, ich glaube, die Idee ist wirklich genial, weil da kommt doch keiner drauf. I ordered to hold back and send you in alone. I think someone high up wants to see how you handle the situation. All I've got with me is a pistol and an electric prod. I don't mind a test, but you Unaco better issue some hardware. Remember that we're police. Stick with the prod. It'll stun your opponents or knock them unconscious. A non-lethal takedown is always the most silent way to eliminate resistance. Just in case, ja, bin ich denn eigentlich? Pick an additional weapon. A sniper rifle, rechts, ja. A gap gun or a mini crossbow. Ah, jetzt kann ich erstmal wieder so ein bisschen. Das kennen wir ja auch von Mankind Divided, ne? Da gab es ja auch am Anfang so eine Auswahl. I like to pick him off from a distance. I'll take the rifle. This isn't a training exercise, JC. Your targets will be human beings. Keep that in mind. I get the idea. What's the first move? I'm going to give you a map of the island. If you can get to the north dock, a UNATCO informant will give you a key to the statue doors. He responds to the code phrase iron and copper. You could avoid a lot of fighting though if you found a back way to the statue. I'll see how it looks on shore. Your primary objective is the makeshift command center the terrorists have installed at the top of the statue, but don't forget about Agent Harriman. We think he's being held on the ground floor. What are my orders when I reach the command center? Interrogate the leader. We don't yet know why the terrorists would risk an open assault. So, ich habe eine Sniper. Das ist doch schon mal cool, dass ich eine Sniper habe. Aber jetzt stellt sich natürlich auch wieder die Frage, wie kann ich denn snipern? Weil wenn ich jetzt so kann ich snipern und dann... Ah, okay. Das ist dann immer so ein bisschen, What the hell? I wouldn't do that if I was you. Also ich kann da jetzt was anfixieren und dann schießen, oder was? What's your take on the situation, Corporal? The bots have them bottled up, sir. We'd go right in if it weren't for the whole back order. How'd they get one of our agents? Gunter went rogue on us. When the order came, he wouldn't pull back. Now you get to bail him out. So, was muss ich eigentlich machen hier? Aha. Also was mich echt ein bisschen triggert, ist diese Finsternis, in der ich mich bewege. Das verdirbt mir so ein ganz kleines bisschen den Spaß an der ganzen Sache. Ach, guck dir, je länger ich dieses Ding anfixiere, umso genauer schieße ich im Prinzip. NSF everywhere, JC. Your orders are to shoot on sight. A UNATCO informant on the North Dock can get you inside the statue. Look for a bomb. Identify yourself with the phrase iron and copper. If you want to make a covert approach, remember the Academy stealth course. Stay out of their field of view, walk slowly to stay quiet, and crouch behind cover. Or if you have to get your hands dirty, remember that a headshot is a lethal takedown. Kann ich nachladen? Reload Weapon. Wo haben wir denn Reload Weapon? Reload Weapon, Semikolon. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das deutsche Semikolon auch da, wo das englische Semikolon ist? Ich glaube nämlich nicht. Da kommt einer auf mich zugelaufen. Ich glaube, der findet das jetzt nicht so gut, dass ich hier stehe. Ah!
So, wie kann ich denn hier nachladen? Semikolon. Semikolon. Wo ist denn das Semikolon im Englischen? Aber wahrscheinlich kann man das auch umdefinieren, oder? Stopp. So, Reload Weapon. Semikolon ist doch auch dämlich, oder? Oder wir nehmen einfach das deutsche Semikolon. Minus. Oh, ist okay. So, ist zwar auch von der Tastatur her dämlich, aber... da ist auch nichts zum Nachladen, stelle ich gerade fest. Ist einfach, habe ich keine Ammo oder was für mein Sniper-Ding? Was haben wir denn hier? Eine Mini-Crossbow. Aber ich kann da auch nicht schießen. Also ich verstehe noch nicht so richtig, warum ich manchmal schießen kann, manchmal nicht. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen doof, dass ich hier mit einer Taschenlampe durch die Gegend laufe, ne? Ah, jetzt bin ich, glaube ich, in Schussreichweite. Oh, hier, das geht einfach nicht, ey. Also ich habe halt keine Munition. Jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen... Das ist ja so ein bisschen doof, gell, ohne Munition. The NSF has set up patchwork security systems here. Also Munition, also es ist kein Shooter, habe ich offensichtlich den Eindruck. Also wenn ich hier irgendwie durch die Gegend laufe und baller wie ein Weltmeister, dann bringt mich das nicht weiter. Aber es ist wirklich die Dunkelheit, die mich echt annervt. Ja komm, ich hab's verstanden, dass ich tot bin. Ich muss doch jetzt nicht nochmal von vorne anfangen, oder? Also im Sinne von nochmal... Mal gucken, hat er automatisch irgendwas gespeichert? Ja, 2000 wurde noch nicht automatisch gespeichert, also von vorne. So, was nehmen wir denn? Wir haben gesagt, hier Rifle vielleicht diesmal. Und... Keine Ahnung, das nehmen wir nochmal und hier Medizin nehmen wir nochmal. Und ein bisschen Platz haben wir noch. Dann nehmen wir doch das hier auch noch. Zack. So, Start Game. So, komm. Überspringen. Back to Game. Ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, dass ich alles habe. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich habe hier irgendwie alles. Kann ich das hier auch nach unten schieben? Ja, kann ich. Ich habe hier jetzt irgendwie... Wie viel sehe ich denn? Clip Size 6. Ich habe verschiedene Munitionstypen, aber sehe ich denn auch die Menge der Munition, die ich habe? 0. Also das sind irgendwie wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht verstanden, warum ich beim neuen Spiel auf einmal mehr Inventar habe als vorher. Das erschließt sich mir jetzt gerade nicht so richtig. Heads up, JC. Your brother Paul is on his way to meet you at the dock. The NSF is raiding the island and shots have been fired. I repeat, find Paul. I will monitor your situation from HQ. Ja, wo ist er denn, der Paul? Der war doch hier irgendwo in der Dunkelheit. Hat er sich rumgetrieben. Welcome aboard, Agent. Ja, grüß dich auch. Paul, I thought you were in Hong Kong. Okay, kann man hier überspringen? Kann man, okay. Blub, das kennen wir ja schon alles. Ja, ich nehme das Gewehr mal wieder. Ach, guck mal, es gibt mir 6 Patronen.
I'll see how it looks on shore. Your primary. What are my orders? Interrogate. Okay. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Hier haben wir Logs, hier haben wir Images, Conversations. Und meine Ziele, das sind Skills, das sind die Augmentierung, die ich habe, und das ist Inventar. Ich sehe hier unten halt echt nicht, wie viel Munition ich habe. Das finde ich auch ein bisschen schade. Hier oben sehe ich das. Da sehe ich das. Und hier sehe ich, habe ich keine Munition. Und hier habe ich auch keine Munition. Aber ich hatte auch vorhin mal Munition. Und hier sehe ich, habe ich Munition. Okay, so, jetzt peilen wir hier mal wieder so ein bisschen durch die Dunkelheit durch, weil wir müssen ja irgendwo... So, und wieder ein Screenshot gemacht. What's your take on the situation, Corporal? The bots have them bottled up, sir. We'd go right in if it weren't for the whole back order. How'd they get one of our agents? Gunter went rogue. So, Mr. Robot läuft hier rum. NSF everywhere, JC. Your orders are to shoot on sight. A UNATCO informant on the North Dock can get you inside the statue. Look for a bum. Lampe aus. Phrase, iron and copper. Hey, was war das denn? 7 war das, ne? If you want to make a covert approach, remember the Academy stealth course. Stay out of their field of view, walk slowly to stay quiet, and crouch behind cover. Or if you have to get your hands dirty, remember that a headshot is a lethal takedown. So, ein Headshot ist ein lethal takedown. Okay. Macht trotzdem Quach, ne? Also rumballern wie ein Weltmeister sollte man halt auch nicht unbedingt. Jetzt habe ich nämlich keine Munition mal wieder. Nicht mehr. Und hier hatte ich keine. So, mal gucken, ob es hier irgendwas... Kann man denn da nehmen irgendwie? Ach, das habe ich ja schon alles genommen, oder was? Was ist denn das? Was ist das denn hier? Das ist, ach so, ein Schlagstab ist das, okay. So, aber Munition können wir doch gewiss einsammeln hier bei den Buschen, die da rumliegen. Wenn ich irgendwas sehen könnte. Okay, Munition habe ich jetzt. Jetzt müsste ich doch eigentlich auch nachladen können. Funktioniert. Achso, hier kann ich durchblättern. Okay. Ups. Der ist auch hinüber. Ich gehe hier sehr dezent vorne. Be careful. The NSF has set up patchwork security systems here. Kann ich dieses Blechding auch kaputt schießen? Irgendein Kennwort. Oh,
was ich halt echt scheiße finde, ist, dass ich nichts sehe. Die NSF put a commercial grade security bot in this area. You can either avoid its patrol route or, if you're feeling lucky, try and take it out with the EMP grenades or explosives. I wouldn't recommend taking it out with EMP grenades. Also das Spiel könnte geil sein, wenn ich was sehen würde. So ist das echt Mist. Also irgendwie, ich mache mal kurz Pause. Ich habe keine Ahnung, ob und wo ich bei meinem Monitor die Helligkeit regeln kann. Ich habe es echt nicht gefunden. Wahrscheinlich irgendwie hinten irgendwo. Also das ist halt von der Helligkeit her ist das eine Katastrophe. Ne? Das ist wirklich eine echte Katastrophe. So, der hat mir noch irgendwas erzählt von EMP-Granaten. Ich habe aber gar keine EMP-Granaten. Aber vielleicht gehen wir erstmal so in die Richtung. Vielleicht ist der ja keiner von diesen Robotern. Ich finde es gerade echt ein bisschen schade, Leute. Ich trinke mal einen Schluck Tee, vielleicht wird es dann besser. Mhm. Vielleicht gibt es ja auch hier irgendwo noch ein Knöpfchen, um die Helligkeit zu steuern. So, ich habe die Helligkeitseinstellung von meinem Monitor gefunden und erkenne jetzt auch endlich mal, was hier irgendwie so passiert. Dann sieht es auch gleich ein bisschen besser aus und dann sehe ich auch mal, wo der Paul ist. Den habe ich die ganze Zeit nicht gefunden und bin die ganze Zeit irgendwie so durchs Dunkle gelaufen, ne? NSF everywhere, JC. Your orders are to shoot on sight. A UNATCO informant on the North Dock can get you inside the statue. Look for a bomb. Identify yourself with the phrase iron and copper. Thought I saw someone. A guy in a coat. If you want to make a covert approach, remember the Academy stealth course. Stay out of their field of view, walk slowly to stay quiet, and crouch behind cover. Or if you have to get your hands dirty, remember that a headshot is a lethal takedown. Gut, das war jetzt alles, glaube ich, hier so mittel, ne? Weil irgendwie hätte ich jetzt gerne ein bisschen Verschwiegenheit walten lassen, aber das hat nicht so gut funktioniert. Aber mit der Helligkeit ist schon irgendwo, er macht schon ein bisschen mehr Spaß, wenn man auch so ein bisschen sieht, was hier eigentlich abgeht. Man ist halt versucht, das so ein bisschen wie ein Shooter zu spielen, aber es ist halt tatsächlich so eher so eine Schleichgeschichte. Oh, jetzt sieht der mich da auch gleich wieder schon. Bei euch ist das immer noch dunkel, glaube ich. Also dieser Monitor hat irgendwie so eine AI-Helligkeitssteuerung. Das hat manchmal ganz interessante Effekte irgendwie. Ich soll mich aber irgendjemanden identifizieren, ne? Nicht, dass ich den jetzt irgendwie erschieße. Guck mal, da kann ich jetzt wirklich hier um die Ecken gucken. Das ist doch schon... Das ist doch cool. Der lädt auch schon von alleine nach, das ist auch schon mal hilfreich. Oh.
Verschwiegenheit ist nicht unbedingt hier so meine Stärke, ne? Was soll ich eigentlich machen hier? Okay. Ich soll mich mit dem Informanten Harley Philpen an den North Docks treffen. Ich weiß aber nicht, wo die North Docks sind. Wenn ich mich bewege, geht es übrigens wieder nach oben. Hier ist irgendwie so ein Anzug, mit dem ich irgendwie tauchen kann. Wahrscheinlich. This power box must have been damaged in the raid. Don't cross through the arcs. I'm also picking up an EMP field here. If you're not careful, it'll suck away your bioelectrical energy. Ich weiß halt nicht, ob ich die Waffe wieder ablegen kann, ne? Ich würde die gerne einfach irgendwie. Your hands are full. Ja, ich will ja weg, aber ich weiß nicht wie. Was mache ich mit Zigaretten eigentlich? Kann ich die rauchen? Okay, jetzt kann ich aber doch hier wieder was machen. So, und jetzt könnte ich doch gewiss das Ding einfach mal darüber werfen. Hat es jetzt auch nicht so gebracht hier. Jetzt ist meine Helligkeit übrigens auch schon wieder weg. So, jetzt habe ich den mal hier auf Helligkeit maximal gestellt. Wie gesagt, ihr habt nichts davon, das ist halt der Monitor. Aber zumindest it's secure. Was heißt denn das jetzt? Da kann ich bestimmt irgendwas knacken, oder? Ah, da komme ich jetzt so, glaube ich, hier an der Stelle nicht weiter. Schießt da irgendjemand auf mich oder bin ich vergiftet oder was ist hier los? So, ich laufe hier mal ein bisschen um die Ecke. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig, das Spiel. Also es ist schon irgendwie gewöhnungsbedürftig. Ich habe halt auch noch keine Karte oder sowas entdeckt. Was habe ich denn jetzt mit Tab gemacht? Ich habe meine Waffe weggeworfen. Das will ich natürlich nicht. Ah, links sehe ich übrigens auch die Munition, ne? Da bin ich auch eben nicht drauf gekommen. Da sehe ich also aktuell geladen und wie viel ich noch irgendwie in der Tasche stecken habe. Vielleicht können wir den aber auch einfach abrippen, den Typen. Be careful. The NSF has set up patchwork security systems. I think we've got an intruder. Okay. Komm her, komm her. Okay, da haben wir wieder Munition.
Den habe ich, glaube ich, eben ja schon erlegt. Ich weiß halt echt nicht, wo dieses Nordstock ist, ne? Die NSF put a commercial grade security bot in this area. You can either avoid its patrol route or... Okay, du hast mich gesehen. Leichen pflasterten seinen Weg. Ja, wahrscheinlich auch nicht der Plan von dem Spiel hier. So, dieser Roboter ist hier weg, oder? Aber hier ist dann diese Kamera. Muss ich jetzt tippen? Ich habe doch eben irgendwas hier. NSF 001 Smash the State. NSF 001 Smash the State. NSF 001 Smash the State. Ach, guck mal an hier. Dann kann man die ausschalten. Attacking enemies, attacking everything, bypassed, attacking alias. Also, attacking enemies. Oder? So. Lockout. Was ist jetzt los? Keine Ahnung. I think Gunther is being held behind this laser trap. If you don't want to set off the alarm, you can either hack the control panel in the doorway or find a way around. My blueprint of the statue shows a few air shafts. Are you? Ah, okay, da kann ich irgendwie Geld abheben. Hier gerade noch einen abstechen. Oh nein, jetzt hat er mich erschossen und ich habe wieder nicht gespeichert. Gut, okay, mir genügt dieser Einblick in dieses Spiel. Und ich will es ungern hier bei diesem Ding stehen lassen. Das macht einem ja komplett Kirre. Machen wir mal kurz sowas hier. So, einfach nur, damit sich's nicht mehr dreht, ne? So, gut. Jetzt ziehen wir mal unser Fazit. Deus Ex. Also, wenn man das sieht,
Ich fange mal mit der Grafik an, oder? Also die Grafik fand ich jetzt, also erstmal ganz positiv. Man muss zwar in der INI-Datei irgendwie was reinklöbbeln, ja. Also in der Deus Ex INI im Spielverzeichnis oder System bei Fullscreen Resolution oder Fullscreen Width, Fullscreen High. Wenn man da 1920 und 1080 eingibt, dann hat man halt Full HD und das sieht auch vernünftig aus. Also es ist nichts irgendwie verzerrt oder so, das ist einfach, sieht vernünftig aus. Man sollte die Helligkeit beim Monitor auf Anschlag stellen, damit man was sieht. Und was wollte ich noch sagen? Grafik, genau. Ansonsten fand ich die Grafik sehr hübsch gemacht. Also man sieht jetzt auch hier im Hintergrund, okay, dann kann man ja ahnen, das ist einfach nur eine Bitmap, die da irgendwie hingelegt ist, die als schick aussieht, die ein bisschen bunnig ist und so wie Lichter aussieht. Aber ich finde, das ist trotzdem eine ganz schöne Stimmung, die da transportiert wird. Die Charaktere sind natürlich ein bisschen grobschlächtiger, wie man es vielleicht heutzutage gewohnt ist. Also die sind ein bisschen kantiger, die sind ein bisschen flacher, ja. Aber ich finde, die Grafik geht auch heute noch voll okay. Vom Spielprinzip her oder vom Sound her fand ich es auch ganz nett. Das ist aber auch alles so 2000er-Style. Ne? Also man hat da so... Bup, 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 so. Das klingt heute alles so ein bisschen geschmeidiger, finde ich. Aber das ist nicht schlecht. Und vom allgemeinen Spiel... Also die Steuerung gewöhnungsbedürftig. Wenn man das ernsthaft länger spielen möchte, zumindest würde ich so machen, würde ich mich wahrscheinlich jetzt erstmal mit der Steuerung auseinandersetzen und würde dann mal die Tasten so belegen, dass ich, ohne mir die Finger zu brechen, auch alles Wichtige erreichen kann und auch so Fragezeichen wie Nachladen vielleicht kläre, wo das Semikolon auf der englischen Tastatur ist. Ich glaube, das ist irgendwie bei E oder Ö irgendwie sowas. Da würde ich auf jeden Fall alles irgendwie so machen, wie man es vielleicht von heutigen Shootern auch so ein bisschen gewohnt ist, dass man irgendwie, dass man es vielleicht auf R legt, wie Nachladen, dass man halt relativ schnell mit der WASD-Stellung auch irgendwie zu diesen Tasten kommt. Es gab hier in den Settings ja immer noch so Sachen wie Look Up, Look Down. Das finde ich insofern interessant, da man das eigentlich mit der Maus macht. Ne? Also das war ja... Ich will gerade mal gucken, was macht denn der dann eigentlich? Wenn ich hier mal Dingskirchen mache. Also da macht er im Prinzip das, was man mit der Maus sowieso macht, ja. Also das ist, merkt man so ein bisschen, dass die hier auch Menschen bedacht haben, die möglicherweise keine Maus haben, ja. Ich überlege gerade, im Jahr 2000 gab es Leute, die keine Maus hatten. Ich glaube, da gab es durchaus noch so Kandidaten, die am liebsten nur mit Tastatur gespielt haben. Ansonsten, wenn man sich das Spiel anguckt, kommen da so Shooter-Vibes rüber. Das ist es aber überhaupt nicht. Also hier geht es wirklich darum, so ein bisschen unerkannt auch zu agieren. Man, habt ihr ja gesehen, so ein bisschen, man hackt viel, man schleicht durch die Gegend, man achtet, dass man irgendwie verdeckt ist. Also ich finde, das ist auch heute noch, 23 Jahre später, muss man ja sich echt überlegen, ne? Ist es immer noch, finde ich, mutet es interessant an. Ich habe jetzt nicht so viel gesehen von dem Spiel und ich habe es früher tatsächlich auch nicht gespielt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man da seinen Spaß haben kann. Und wie gesagt, positiv finde ich, dass es auch noch gut aussieht. Man sieht natürlich gerade an den Charaktermodellen, dass das ziemlich in die Jahre gekommen ist, aber ich finde, es sieht immer noch gut aus. Man kann es gut spielen. Also es gibt da schlimmere Vertreter. Es gibt so Spiele, da siehst du gar nichts auf dem Monitor. Comanche vs. Werewolf war, glaube ich, so ein Kandidat. Das hatte ich super grafisch geil in Erinnerung und das ist ein einziger Pixelhaufen. Spaß gemacht hat es aber trotzdem. Gut, ja, was machen wir mit dem? Ich würde ihm schon 5 geben. Also das ist so ein Ding, wo ich mir vorstellen kann, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, wenn man sich ein bisschen da reinfuchst, dann hat man richtig viel Spaß mit diesem Spiel und es hat auch so ein paar nette Ideen, wie diesen Schlüsselbund, den man da so zur Auswahl hat. Und dieses Hacken, dass man halt wirklich dann auch was tippen muss, ja, und das nicht alles vorbelegt ist oder so. Das finde ich, das hat schon einen Charme irgendwie und macht das Spiel schon ganz interessant. Also wie gesagt, der Ausflug ins Jahr 2000 lohnt sich hier bei Deus Ex. Und wer vielleicht die Humankind Revolution und Mankind Divided gespielt hat und denkt sich, Mensch, Deus Ex,
Der soll sich das mal angucken. Das ist interessanter Vertreter. 7 Euro wäre mir, glaube ich, zu viel. Ich würde auf einen Sale warten. Ja, ich würde schon auf einen Sale warten. Ich glaube, ich habe auch auf einen Sale gewartet und habe es mir da irgendwie geholt. Aber wie gesagt, feines Spiel. Genau. Schreibt was in die Kommentare, wenn ihr dazu beitragen wollt. Vielleicht könnt ihr ein bisschen noch mehr erzählen. Vielleicht habt ihr Deus Ex durchgespielt. Vielleicht kennt ihr es von früher. Könnt da ein bisschen Erfahrungen mitgeben an andere, die das dann vielleicht lesen und sagen, Mensch, das Video, ich weiß jetzt gar nicht, wie sieht es später aus und so weiter. Das kann ich natürlich immer, wenn ich eine Stunde spiele, nicht so richtig beurteilen, wenn ich die Spiele nicht früher gespielt habe. Wenn ich die natürlich früher stundenlang gespielt habe, dann weiß ich das, aber... Oder kann mich nicht mehr erinnern, kann auch passieren. Aber wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das dazu beitragen wollt. Ansonsten Daumen hoch, wenn das Video gefallen hat. Freut mich immer, wenn ich das sehe. Und vor allem freut mich natürlich ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Schließt ein Abo ab, lohnt sich. 3-mal die Woche kommt ein Video. Manchmal sogar 4-mal die Woche. Je nachdem, nach Lust und Laune. Üblicherweise 3-mal die Woche. Und ich habe noch jedes Menge vor da. Ansonsten macht Dinge, die euch Freude bereiten. Bleibt auf jeden Fall gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.